Ausflug inklusive Abenteuerfahrt. Wir sind jetzt am Hafen Chiclen und warten auf die Fähre. Und hier sieht man nochmal so richtig schön die Mondlandschaft. Ja, und da hinten ist das Festland und da wollen wir jetzt hin. Ja, für die Fähre haben wir jetzt für unseren Bus 2 Erwachsene und 4 Kinder 212 Kuna bezahlt. Die Überfahrt aufs Festland dauert ca. 15 Minuten. Ja, wir sind hier in der Uvala Zafratnica. Das ist die Schlucht, wo ein Boot versunken ist und wo man jetzt auch schnorcheln kann. Man sieht es auch schon ganz gut. Ausflug inklusive Abenteuerfahrt. Ja. Ina freut sich. Ja, können wir jetzt hacken gehen, ne? Aber in Kroatien ist es ja wenigstens gedeckelt momentan. Auf 1,73 Euro der Diesel. 13,8 Kuna war er heute. So, wir starten unsere Wanderung zum Schiffswrack in Jeklanak. Ja, wir gehen noch baden. Ich kann nur jedem empfehlen, der hier in der Nähe ist. Macht einen Ausflug hierher. Hier geht es jetzt ein paar Stufen hinab. Aber alles sehr gut für Familien machbar, solange das Kind nicht im Kinderwagen ist. Ne? Babytrage, alles machbar. Oder wenn die Kinder halt laufen können. Gesichert ist es nicht. Aber es ist breit. Ne, Miechen gefällt es hier auch. Ja, natürlich. Und das Beste ist daran, ne? Halt mal so zu mir, genau. Es sieht ja alles aus wie Zelda irgendwie. Keine Ahnung warum. Breath of the Wild meinst du jetzt? Ja, mein ja, genau. Der ersten zwei Berge sahen aus wie die Zwillingsberge. Da gehen wir gerade so, keine Ahnung wie lang. So, dann noch das Wasser dazu, der so da durch.
Passt auch. Pass auf, gleich kommen die Zoras hier raus. Ja, wahrscheinlich, ne? Ach komm, die mag ich, die Leute. Nicht so nah am Abgrund, ja. Komm. Hui, ich reinspringen. So, jetzt gucken wir mal wieder aufs Meer. Genau, ne? Ey, ich bin nicht rein ins Meer. Und da haben wir die wunderschöne Bucht. Aber liegen wir doch wieder ein Team, ne? Wie viel? Da können wir drin. Also es ist am Strasco ist es Meer ja schon richtig klar. Ja. Aber hier, das toppt das Ganze ja noch immer. Oh, Blitzwitzer hat alles getoppt. Ja, Blitzwitzer, ja okay, das ist Nationalpark, gut, das ist ne? Kann das, ja, stimmt. Aber ich hier hab ich Meer. Ja, schon krass. So klar. Wahnsinn. Das ist komplett was ganz was Neues. Muss man dazu sagen. So, jetzt sind wir gleich da. Und dann werden wir auch schnorcheln gehen. Oh, was freue ich mich da drauf. Ich mich auch. Endlich ins Wasser zu springen. Weil es ist doch besseres Wetter angesagt als gedacht. Ja. Wir haben mit Windböen bis 50 km/h heute gerechnet. Was ist das? Aber davon merkt man gar nichts. Ja. Und die Sonne scheint. Ja, irgendwo sieht man jetzt das Schuss. Sieht man so. Ja, war richtig schön hier. Zum Schiffswrack geschnorchelt, viele, viele Fische gesehen und so klares Wasser. Ja, jetzt gehen wir zurück zum Auto und dann fahren wir noch mal zum Stromania Canyon. Einfach ein Traum. Mhm. Es ist so, so mega schön hier. Ja. Nimm hier. Ja. Oh, herrlich. Dieser Ausflug echt toll. Können wir jedem empfehlen. Ja. Du gehst. Das heißt, du hast mir doch nichts zu empfehlen. Oder bist du so müde vom Schnorcheln? Ja. Ich bin ja, zweimal ja getaucht. Die Mia wieder, ne? Oh, herrlich. Heute früh war ich noch reiten. Also was soll ich dazu sagen? Ich müde bin. Naja, akzeptier mal. Ja, wir sind bis Jeplanak gefahren mit dem Auto und von da aus waren es jetzt 1,6 Kilometer bis zu der wunderschönen Bucht. Da. Ja, ab der Bucht muss man Eintritt bezahlen. Das waren jetzt 30 Kuna pro Person. Wir fahren jetzt die kroatische Küstenstraße Richtung Zadar, die Jadranska Magistrala, D8, und fahren gerade durch den Wellebit oder entlang des Wellebits. Ein wunderschöner Aussichtspunkt mit Blick auf die Pack und die Fähre fährt auch gerade. Die zweite lag heute Vormittag schon im Hafen und ganz da hinten der grüne Zipfel, da ist Lund, wo wir im Olivenhain waren.
Ja, und auf der anderen Seite sehen wir den Wellebit. Mir ist damals nie aufgefallen, dass es da Windräder gibt. Mhm. Jawohl, Küstenstraße. Wir fahren jetzt noch mal zum Samania Canyon und sind jetzt auch schon gleich da. Ja. Wir sind jetzt am Parkplatz von der Srimanya-Schlucht. Fantastische Aussicht auch gegenüber. Auch ein Winnetou-Drehort. Jetzt gehen wir noch zum Canyon vor. Ist auch hier so ein Schotterweg. Kann man ganz gut laufen. Und es ist immer noch sehr warm. Aber die Kinder machen alle gut mit. Leo hat geschlafen im Auto. Geile Landschaft. Gerne. Richtig, richtig geil. Nein, herrlich. Einfach nur herrlich hier. Ja, das ist der Srimanya Canyon, die Srimanya Schlucht. Hier wurde Winnetou gedreht. Er war ein wunderschöner Stopp hier. Jetzt gehen wir zurück zum Auto. Ja, und dann fahren wir zum Campingplatz. Ja.